Weiter geht's hier in World of Tanks. Und wir warten alle, bis auf Wargaming uns ein Spiel gibt. Nicht wahr, R2D2? Na komm schon. Wenn Sie sehen können, wie kann es handeln? Ich höre Werbung. Nicht schlimm. Ja. Wieso kommt wieder bei Also dem Markus Lanz? vielleicht lernt ihr auch noch was dabei. Kommt bei dir Markus Lanz gerade, oder? Nee, der ist schon fertig. Er ist fertig. Fix und finito fertig. Ja. Eins 38. Sehr schön. Na komm schon hier. So. Ja, das dauert allerdings Zeit hier. Dafür hat er jetzt so lange gebraucht. Ja. Der hat halt die besten Sechser ausgesucht. Ja, die fragen auf Wow. unserer Seite oder auf der Gegnerseite. Also ich fahre nach links. Die Nullenlinie entlang. Das heißt, seiner letzten Camper-Position entgegen. Das macht ja Sinn. Vierer da drüben, ja. Bin halt Anfänger, deswegen müssen wir die Vierer spielen. Ich habe bisher nur ein Fünfer freigespielt und ja, jetzt wie viel? 830, 840 Gefechte insgesamt. Ja, ein blutiger Anfänger braucht seine Zeit. Wo ist hier die Geheimratsecken-Versteck? Ach, da oben, stimmt, da war ich schon mal hier oben. Ah. Weißt du, ein Schuss gleich der Motor getroffen. Seit wann macht ein T6 Medium 335 Schaden? Mit einem Schuss. Wenn er beim Gegner ist. Oh, Ich dann hat glaube, er seinen Munitionslager hier, ja, getroffen. bei. Also, das finde ich schon mal wieder lustig, ne? Wieder denken, der hat da Munitionslager getroffen. Das sind 42 Das Sekunden finde ich ja 30. mal lustig. Das Dreifache von dem, was mal. Also, nee, ne? Das weißt du doch, wenn die Module HP verbraucht sind vom Tank oder vom Motor, dann explodiert das. Oder wenn das Munitionslager explodiert, das kennst du doch. Ja, aber das wird jetzt hier irgendwie angezeigt werden, ne? Ja, das ist halt schade, dass man nicht weiß,
welches Modul er jetzt tatsächlich getroffen hat, was halt nicht angezeigt wird, aber grundsätzlich funktioniert es ja so. Nein, aber ist schon richtig, das kommt manchmal überraschend und dann ist das halt komisch, weil ich sehe, dass wir 5-2 führen, deswegen muss ich ehrlich sagen. Der hat eine HE-Gun, schreibt mir der Herr Kassel. Der Sechste. Eine Derp drauf machen. Kann durchaus sein, das habe ich nicht. Aber das sagt ja nichts aus, da kommt er ja nur besser durch. Nee, schade. Macht er gar nicht. Mehr. Entscheidend ist ja, dass er durch den Weak Spot kommt. Komm schon, komm, 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 komm. Haben wir Glück gehabt hier. Hier ist noch nicht verloren. Aber die Art hier hat mich zum Glück nicht da stehen sehen. Ohne Motor und ohne Kette. Das ist immer faszinierend. Ist der Motor vorne bei der Stuck oder wo ist der? Ja. Wieso treffe ich eigentlich Weiß nie ich nicht. den Motor, wenn der, wenn die Stuck mein Gegner ist? Ich glaube, früher die Lackierung auf die Karosserien, die waren, glaube ich, auch erlaubt, die man per Mod drauf lackieren durfte. Dann fuhren die Panzer da rum und dann konnte man halt sehen, in welchen Bereichen das Munitionslager ist, in welchen der Motor und in welchen das Geschütz. Und dann konnte man speziell auf diese Bereiche schießen und sich einbilden, dass man jetzt deswegen irgendwie den Motor schneller in Brand geschossen hat als ohne den Mod, weil man dann. Beim Stück B ist der Motor hier. Ja, das könnte ich mir auch vorstellen, weil vorne ja vermutlich der Fahrerbereich ist. Genau. Ja. Deswegen früher konnte man sich so Lackierungen drauf machen und dann konnte man sich einbilden, dass man dann deswegen effektiver Fahrzeuge bekämpfen konnte. Ob das jemals geklappt hat, keine Ahnung. Im Chat schreibt der Herr Bolzheimer, wahrscheinlich wegen der T6 und dann noch auf eure Fragen, warum das schießt. Mit 30% habe ich halt wirklich sehr, sehr wenig Argumente hier. Wo willst du denn? Kommt so die anderen, die dann auch sagen, ja, wenn du nicht spielst die Runde, dann kannst du ja irgendwie die Bibliotheken wälzen, wo die Modulpläne der Panzer hinterlegt sind und dann kannst du auswendig lernen, bei welchem Panzer du in welche Bereiche schießen musst, um die Motoren das Munitionslager zu treffen. Ich weiß nicht, ob das jemals einer gemacht hat. Aber die Geschichte fand ich auf jeden Fall bemerkenswert. Also das kann natürlich alles sein. Ich weiß nicht. Weiß nicht, ich treffe hier gar nichts, egal welche Munition ich wähle. Oh. Ich sag mal so, eine Stufe 3, 4, 5, 6. Könnte von mir aus wissen. Egal, welcher Panzer, wo dem seine Schwachpunkte sind, ja? Ja. In der Stufe was zu treffen, das ist viel schwieriger. Ja, das hast du schon gesagt, genau, weil die Schussgenauigkeit der Kanone erbärmlich sind. Was kannst du knicken? Ist ja, wenn ich da schieße, wo die manchmal hingehen. Hallo, das tut es aber nicht. Eingezielt und hat die Audi mich genommen. Das war auch ein guter Premium-Panzer aus Schweden, das muss man schon sagen. Nö, das Den mögen wir alle gern. der Stritz war aber ausgenommen. Ja, auf jeden Fall, weil er so ein Wegschussmagazin hat. Sechs oder vier. Den spielen wir jedenfalls alle gern bei den Dips, die wir haben. Das ist ein tolles Ding.
tolles Ding. Ich habe den sogar zweimal erspielt, als es ihn gratis gab. Also ich habe ihn einmal gekauft und einmal gratis erspielt, als ich gesehen habe, dass er da war. War das sofort das erste Ziel für den zweiten Account und deswegen. So, wo ist der andere? Ende, Archie. Eva. Sind wahrscheinlich links. Da. Alter. Ja, so dicht ist der so stark. Oder war der kaputt? War ja easy, ne? So, ich glaube, noch ein Gefecht mache ich. Und dann ist heute mal ein bisschen früher Feierabend hier. Ich suche mir auch ein anderes Fahrzeugchen aus. Was nehme ich denn? Nehmen wir den 3J. Obwohl halt, ich brauche noch was für ein Battle Pass. Auch was für ein Battle Pass, dann nehmen wir den T28. Ich hole mir noch die Punkte, damit ich in den Battle Pass. Und los. Spielt halt noch ein Teil des Erfolges hier, nicht? Was denn? Ich habe jetzt mal eine Centurion 1 Crew hier drauf, weil die trainiert jetzt für den 8er Centurion, weil. Der kann's halt. Geht zwar wirklich nur im Tippelschritten voran, aber immerhin die Punkte habe ich. Ich glaube, ich muss erstmal demnächst wieder Geländekunde machen, um ein bisschen ein paar Credits zu bekommen. Bestimmt, wenn du das noch offen hast, dann mach das gern, klar. Beziehungsweise Credits, hallo, was sage ich denn? Ja, D-Day, Overlord, ne? Das. Ja, wünsche ich dir viel Spaß. Ich habe das wahrscheinlich falsch angefangen. Ich habe die erste Mission heute nochmal neu gestartet. Ich wusste gar nicht, dass es überhaupt geht. Ich dachte, die kann man nur einmal durchspielen. Nein, ich müsste es jetzt alter zeitmäßig auch gehen, dass die zweite Mission zu starten ist. Das ist nur eine Mission. Das Problem ist nur eine. Du kriegst in der zweiten Herausforderung ein Zeitlimit von 15 Minuten. Okay. Ach, das hatte ich gelesen, ja. Und vorher hast du 30 Minuten. Ach so, darum geht's, okay. Und ich habe das heute ein paar Mal gemacht. Das Beste war 17 Minuten. Ach so, du warst zu langsam bis jetzt. Richtig. Okay. Eieiei. Aussteigen und schieben. Einen vernünftigen Preis? Ich glaube kaum, ne? Also teilweise kannst du ja auch gar nicht schneller, weil du musst ja da warten, bis die Schiffe geschossen haben oder der Flieger irgendwas ausradiert hat. Mhm. Und da kommst du ja gar nicht weiter, ja? Du musst halt erst die Küstenpunkte anschießen, damit die beschossen werden. Ja, ja, aber das Problem ist halt eben, so lange musst du warten, du kannst ja gar nichts anderes da machen, du kannst das halt beeinflussen. Dann fahrt er weg. Und hoppala. Die ganze Kunst liegt eigentlich nur darin, dass du am besten keinen Panzer verlierst. Das heißt, du hast die kleinen Schaden und deine Zeit verloren. Ah, ich hab nur zwei verloren. Ja, aber das kommt ja auch noch als dritte Herausforderung. Gar keinen. Ja, das ist eine Preiskanone. So was von Kartoffelschleuder habe ich immer mit. Thank you.
bin ich im Langeweg. Das war ein Blindschuss. So, ja. Ja, die wissen, dass wir hier sind, dann schießen die aber mal daher. Unser Problem ist, unser Gefechtstourister hinter uns zum Dreidico. Hm? Die stehen alle auf einem Haufen. Ich weiß nicht, ob es da eine Prozession gibt. Fahr mal hin, mach mal. Mach mal, was die so machen. Ah, ich bin hier alle. Hallo. Hallo. Wollt ihr Rose kaufen? Hallo. Nicht die Hausmann angucken. Hallo. Guck mal alle die Hausmann an. Das ist klasse. Gute Idee. Gibt's. Das ist klasse. Oh, was ist denn hier los? Ich habe mir mal einen Spaß gemacht, 50. Okay. Die Ringe sind sowieso dicker. Auch wenn die Seite, wo wir jetzt waren, nicht mehr mitspielt. Ich weiß ja jetzt nicht, warum die da geht. Das trifft überhaupt nichts. Das hast du dem T40 zu bedanken, dass der gar nichts da trifft. Dreimal geschossen, nichts getroffen. Oh, deswegen gibt's nichts. Das war nix, Mensch. Ich hasse die Ecke hier unten. Ich fahre hier unten. Hier unten rein. Nee, normalerweise ist die gut, also wenn jetzt jemand. Gut. Ja, aber. Jemand da ist, der das kann, macht er die alle platt. Ja, ist so. Nur ich kann es nicht haben, wenn Leute sich hinter Häuser verstecken. Es gibt da einen Anfall. Naja gut, wir waren mal in dem Busch. Und deswegen mussten sie ja dahinter verstecken. Wo ist bitte der Unterschied zwischen einem Busch und einem Hagel? Ja, beim Busch kannst du durchschießen. Ja. Ja. Aber wir haben ja dann ihren Platz quasi weggenommen. Die wollten unbedingt dahin, alle zu tritt. Und dann war keiner von uns flexibel genug zu sagen, okay, wir gehen woanders hin. Du suchst auch für jeden Ausrede, oder? Nein. Einer von den drei wollte aus der Lücke weg. Doch, ich bin ja weggefahren. Ja, von den anderen drei. Du warst ja die Nummer 4, die dann am Schluss dazukommen ist. Ja. Und statt zu sagen, okay, die Seite ist überfüllt oder der kleine Busch ist überfüllt, ja, stehen geblieben. Und wir waren auch nicht besser. Wir hätten auch sagen können, okay, wir fahren woanders hin.
Kannst du auch sagen, jetzt könnt ihr mal die Show genießen, alles gut? Ja. Wie oft habe ich euch zu früh verlassen und diesmal wart ihr das halt. So wechselt sich das immer ab. Oh. Bist du da aus die Party? Naja, wir kommen so nicht hin. Oh, schade. Fand ich schon zu tief. Und N10 kommt auch jetzt von rechts. Das siehst du auch gleich. Kriegt er gleich auch noch einen. Der ist hinterm Stein. Bisschen weiter noch, oder? Aber er fährt auch in die falsche Richtung, dass ich da nochmal schießen könnte. Ja. Da schießt wieder nicht auf ihn. Der M5, was macht der? Uiuiui. Okay, gut. Nicht gut gespielt, trotzdem Sieg bekommen. Muss auch sein. Muss auch sein, muss man mitnehmen. Auch in Ordnung, ja. Gut, machen wir Feierabend, oder? Ja, jetzt gehen wir mal schön den Wehrpass rein und gucken, was es da so gab. Beziehungsweise ich habe jetzt wahrscheinlich nochmal Battle Pass jetzt Punkte bekommen. Vielleicht, ich weiß nicht. Oh, glaub nicht, nein. Vielleicht ein. Ich glaube, einer hat noch gefehlt. Nee, dafür war ich zu schlecht. Dann gibt es halt morgen. Aber ich gucke mal meine Statistik an. Also Battle Pass Statistik. Das war schlecht hier. Ganz, ganz schlecht. Zumindest kein Minus gemacht. So. Halt, nein, nicht Battle Pass, Mensch. Maus, was machst du denn in meiner Hand? Genau, 49 Punkte habe ich. Das gibt es dann wohl morgen. Die 50.000, auch nicht schlecht. So, dann Service Record. 4.168 Punkte. 835 Gefechte. 48,62 Winrate. Und ich meine, ich hätte gestern 394 Gewinne gehabt und jetzt 14 Mal gekämpft und 11 Siege. Wie viele Gefechte hast du? Heute 14. Insgesamt 835. Oh, ich habe 960. Boah, der CDT ist bei mir schon in Sicht, dann hat dieser Battle Pass ja nur 28 Stufen offensichtlich. Ja, nee, doch nicht. Nee, falsch. Gott, nein, Diener, bei mir ist es noch ein weiter Weg. Wie gesagt, ich bin auf Stufe 12 und dahingehend. Ja. Mal gucken. Da ja morgen mein Stream normalerweise wäre mit dem Simon zusammen im LS, weiß ich nicht, ob ich morgen LS streame oder doch wieder hier den Panzer. World of Tanks. Was kann man beim LS zu zweit machen? Ist man dann gegenseitig Farmer oder im Wettbewerb oder zusammen, wie ist das? Zusammen. Ach so. Obwohl, nee, halt, stimmt gar nicht. Wir wären gar nicht LS. Wir hätten Truck and Logistic Simulator zu zweit gespielt. Da fährst du halt Aufträge. Okay. Genau. Und nächste Woche machen wir es dann und übernächste Woche ist dann quasi überlegen. Dann ist Bausimulator dran. Wir variieren dann immer. Und nach Bausimulator gibt es dann zwei Folgen Landwirtschaftssimulator. Das jeden Freitag machen wir. Ja. Und die anderen Tage bin ich hier in World of Tanks. Das ist auch okay. Super. Freuen wir uns drauf. Also, okay. Dann weiß ich noch nicht, wie es morgen ausschaut, ob ich LS mache oder so. Weil ich habe meine eigene Map. Die und eigene Mods und da wird wahrscheinlich morgen was freigeschaltet und dann will ich wahrscheinlich das. Alles klar. Dann mal viel Erfolg, viel Spaß. Danke. Und jetzt gucke ich mal, dass wir jetzt hier natürlich mal